Irgendwann Abend zusammen zur späten Stunde zur Pressekonferenz vom Spiel der DG Mittelstars. Die Thomas Schabo Ice Tigers, Stand 3:4 nach Verlängerung vor 3.378 Zuschauern. Ich begrüße zu meiner rechten Gästetrainer Andreas Brockmann. Er hat gesagt, er würde den Düsseldorf keinen mehr kennen, wir kennen ihn alle noch. Herzlich willkommen. Keine Lobby in den Shop. Ja, Mai. Dann war es ein super Fest. Zu meiner Linken Jeff Tomlinson, aber zuerst natürlich der Gästetrainer. Ja, guten Abend zum Spiel. Ich glaube, bei uns ist heute sehr viel auf dem Spiel gestanden, wir haben ein bisschen Probleme. Wir haben aber vor dem Spiel auch gesagt, Düsseldorf hat uns in die Krise geschossen am letzten Spiel, da ist jetzt ein guter Zeitpunkt, wenn wir Düsseldorf hernehmen, auch die drei Spiele haben wir klar verloren, dass wir vielleicht die Wende wieder rein. Ich hoffe, dass die Wende war. Ich glaube, wir haben gesehen im ersten Drittel, wir haben hervorragend gespielt. Wir tun uns einfach eben schwer, dass wir gegen ein paar Tor schießen. Ich glaube, im ersten Drittel hätten wir eigentlich das ein oder andere Tor noch schießen können, klarer von uns. Zweiten Drittel war natürlich klar, waren ein paar Unterzahlsituationen auch und der Düsseldorf hat natürlich viel mehr Druck gemacht. Das war klar, aber wir sind eigentlich sehr diszipliniert gestanden. Düsseldorf hat das Oberwasser gehabt, aber wie gesagt, wir haben relativ wenig Schüsse zum Tor lassen. Man hat auch gesehen, das erste Tor, wo wir kommen, war ein bisschen Pech, ein Schuss, dann ist die Scheibe gesprungen. Gut reagiert von den Spielern, von hinten kam ein Bauerntrick, war 1-1, wir haben nie aufgegeben. Und gut, letzte Drittel war, sind dann eben die Tore gefallen. Und, aber wenn man natürlich so knapp dran ist, gerade kurz vor Schluss, wo Düsseldorf die Torwart rausnimmt und man hat, glaube ich, es geht um Zentimeter, 5 Zentimeter mehr, bringen wir die Scheibe raus, glaube ich, dann gewinnen wir das Spiel, machen wir 3 Punkte. Aber ich muss sagen, die Mannschaft hat gezeigt, dass sie unglaubliche Moral hat. Und natürlich, deswegen haben wir auch im Penaltyschießen gewonnen. Ich muss noch ein Kompliment machen heute, hat bei uns der Peter Bützel zum ersten Mal gehalten, der hervorragend heute gehalten hat. Und auch die komplette Mannschaft eigentlich auch. Super. Vielen Dank. Jeff Tomlinson. Guten Abend zusammen und ich gratuliere Andy und sein Team für die 2 Punkte. Eigentlich hatten die 3 verdient. Wie Andy gesagt hat, im ersten Drittel hätten wir vielleicht 2-3-0 hinten liegen sollen müssen. Und wir hatten das Glück gehabt, dass wir noch eine Chance hatten, das noch im ersten Drittel. Und ich war nicht zufrieden heute, wie wir gespielt haben. Ich fand in unserer Situation, ich glaube nicht, dass wir was erreicht haben. Und ich fand heute, wir haben nur ein bisschen, wir sind weggelaufen. Und das ist sehr frustrierend. Wir wollen klettern. Ne? Und das ist sehr frustrierend. Wir hatten eine Chance heute gehabt. Und das war nicht der Fall. Und zum Ende haben wir das Glück gehabt, dass der Unschieden-Tor reingegangen ist. Das haben wir auch noch nicht geschafft dieses Jahr. Torwart rausnehmen und ein Tor schießen. So, das war eine gute Erfahrung für uns. Und im Penalty schießen, man muss ein Tor schießen. Und das ist uns nicht gelungen. Aber wie gesagt, die waren einfach mehr verzweifelt als wir. Die haben mehr Biss gehabt im Spiel. Und die haben es verdient, das Spiel zu gewinnen. Danke. Gibt es Fragen bei der Trainer? Sollte nicht so sein, dann wünsche ich Ihnen gestern eine gute Heimfahrt, euch auch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.